Zusatzpunkt 9, Beratung des Antrags der Fraktion der CDU/CSU mit dem Titel Exportnation Deutschland mit regelbasierter Handelspolitik stärken, statt mit Forderungen zu überfrachten. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Bitte die Plätze einzunehmen. Dann eröffne ich die Aussprache, und das Wort hat zuerst für die CDU/CSU-Fraktion Jens Spahn. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte diese Handelsdebatte gerne zu Beginn einordnen in die gesamtwirtschaftliche Lage. Herr Kruse hat ja gesagt, es soll etwas großteiliger werden. Wir haben ja auch die Sachverständigen in dieser Woche gehört. Wir sind das einzige Industrieland auf der Welt, das schrumpft. Deutschland wird ärmer. Die Deutschen werden ärmer bei einer Rekordinflation über die letzten zwei Jahre. Die Exportnation schwächelt, die Ausfuhren sinken. Jeden Tag werden in Deutschland Investitionsentscheidungen gegen Deutschland getroffen. Wer kann, investiert im Ausland. Das ist keine konjunkturelle Delle, wie der Wirtschaftsminister uns hier beständig erzählt. Der Standort Deutschland und mit ihm ist unser Wohlstand ist in Gefahr. Der Sachverständigenrat sagt, die mittelfristigen Wachstumsaussichten sind auf historischem Tiefstand. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was Sie machen, ist, diejenigen, die das sagen, die bezichtigen Sie der schlechten Rednerei. Das Gegenteil ist das Problem. Die schönen Redner auf der Regierungsbank sind das Problem. Nehmen Sie endlich wahr, wie die wirtschaftliche Lage im Land ist. Und was zu tun wäre, ist kein Hexenwerk oder Raketenwissenschaft. Das ist eigentlich ganz einfach. Den Standort stärken, Steuern und Abgaben runter, Bürokratie abbauen, der Arbeitsaufnahme anreizen, Energiekosten senken und die Handelspolitik stärken. Und das Problem ist, Sie machen nicht nur nichts, Sie machen in all diesen Themen das Gegenteil von dem, was nötig war. Mehr Bürokratie, Lieferkettengesetz, Heizungsgesetz, mehr Steuern und Abgaben, die Sozialversicherungsabgaben sind auf Rekordniveau, weniger Arbeitsanreize, Bürgergeld hoch und damit für die erwerbstätigen Bürgergeldempfänger weniger Anreiz zu arbeiten. Und ja, die Energiekosten werden auch noch erhöht, nicht gesenkt. Denn Sie waren es doch, die 6% der deutschen Stromproduktion mitten in der Krise vom Netz genommen haben. Sie haben drei sichere Kernkraftwerke abgeschaltet, die günstig klimaneutral Strom produziert haben. Sie sind mitverantwortlich dafür, dass die Strompreise in Deutschland so hoch sind, wie sie sind. Und erst bringen Sie die Preise hoch, und deswegen möchte ich dazu was sagen, weil Sie ja gestern uns mal wieder per Presseerklärung gesagt haben und nicht heute hier im Bundestag, wie es denn weitergehen soll. Sie feiern sich für Ihr Paketchen gestern. Jetzt muss man doch mal anschauen, was da vereinbart worden ist für die energieintensive Industrie in Deutschland. Ja, dass Sie das feiern, ist übrigens besonders bemerkenswert, nach dem, was Sie als SPD-Fraktion hier vorher für einen Popanz gemacht haben in den letzten sechs Monaten zum Industriestrompreis. Für die energieintensive Industrie in Deutschland ändert sich faktisch durch das, was Sie vereinbart haben, nichts. Sie verkaufen das Weglassen von Belastungen, die Sie zum 1.1. geplant haben, jetzt als Entlastung. Das ist eine Mogelpackung. Das ist es und nichts anderes. Und man muss sagen, und man muss politisch das mal einordnen, Olaf Scholz und Christian Lindner haben Robert Habeck brutal auflaufen lassen. Sie sind krachend gescheitert, und Sie übrigens mit Ihrem Ansatz auch. Chemieindustrie, Papierindustrie, Stahlindustrie werden weiter aus Deutschland abwandern. Sie als Ampel sind die eigentliche Standortgefahr für Deutschland, und das ist das Problem Ihrer Politik in den letzten Monaten. Und das bettet sich dann eben auch bei der Handelspolitik ein, setzt sich dort fort. Wir sehen ein völliges Scheitern Ihrer Handelspolitik. Die Gespräche zu den Zollfragen mit den USA sind ohne Ergebnis abgebrochen. Bei Australien ohne Ergebnis abgebrochen, schon Chefsache, keine Spur. Und das Allerschlimmste, Mercosur. Man muss die Mercosur-Verhandlungen mal einordnen in ihrer Dimension. Ein Handelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten Südamerikas, unter anderem Brasilien, Argentinien, würde mit über 700 Millionen Menschen, die dann darin leben würden, den größten Handelsraum der Welt schaffen. Es würde Europa und Südamerika näher zusammenbringen in einer Zeit, wo wir mehr Partner auf der Welt brauchen angesichts dessen, was los ist. Und was machen Sie?
Sie überfrachten das Abkommen als deutsche Bundesregierung mit immer neuen Forderungen, wollen Zusatzerklärungen zu Klima, Umwelt, Sie wollen Sanktionsmechanismen, das heißt nichts anderes als Strafmechanismen. Und unsere Partner in Südamerika empfinden das als Misstrauensvotum, als Affront. Und wissen Sie was? Ich kann Sie gut verstehen, die Südamerikaner. Alle in Brüssel und Südamerika sagen einhellig, es ist vor allem diese Bundesregierung, die Mercosur aktiv gefährdet. Und ich sage Ihnen, und so muss man es einordnen, es wäre ein historisches Versagen, wenn dieses wichtige Abkommen zwischen der Europäischen Union und den südamerikanischen Staaten an ihren Forderungen, an ihnen scheitert. Es wäre ein historisches Versagen. So muss man es Ihnen ins Stammbuch schreiben. Und in der letzten Diskussion hier vor der Sommerpause zu dem Thema hat die Ampel ja, ich zitiere die Frau Staatssekretärin Brandner noch, angekündigt, Zitat, wir sind diejenigen, die zeigen, dass uns diese Länder wichtig sind. Der Kanzler war da, der Vizekanzler war da, die Außenministerin war da, der Landwirtschaftsminister war da, die Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit war da. Mein Eindruck ist, genau das ist das Problem. Die Generaldirektorin der Welthandelsorganisation hat im September hier in Berlin auf der Botschafterkonferenz gesagt, ich zitiere wieder, "When we talk to China, we get an airport. When we talk to Germany, we get a lecture." Sie reisen durch die Welt, Sie reisen durch die Welt, halten Reden, belehren unsere Partner, Sie misstrauen ihnen, überfrachten die Handelsverträge und treiben sie in Chinas Arme. Sie machen eine Handelspolitik in die völlig falsche Richtung. Unser nationales Interesse als Exportnation ist es, möglichst viele Handelsverträge zu schließen. Wir müssen Autos, Maschinen, unsere Produkte und Innovationen in die Welt verkaufen, damit wir als älter werdende Gesellschaft uns Gesundheit, Pflege, Rente überhaupt noch leisten können. Und Ihre moralingetränkte Außen- und Handelspolitik, sie vergrätzt unsere Partner, sie schadet unseren nationalen Interessen. Nutzen Sie diese Debatte heute. Ich ahne ja schon, wie Sie uns gleich wieder erzählen werden, dass alles eigentlich in Ordnung ist, schön verbreitet. Nutzen Sie diese Debatte heute endlich zur ehrlichen Bestandsaufnahme und tun Sie, was nötig ist, um Mercosur zum Erfolg zu bringen. Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Markus Töns. Meine Damen und Herren, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Man hatte ja das Gefühl, Herr Spahn, Sie wollten eigentlich zu Ihrem Antrag reden, aber irgendwie haben Sie es ja nicht gemacht. Da müssen wir, glaube ich, ein paar Sachen wieder mal klarstellen, weil das, glaube ich, bei Ihnen so ein bisschen verschwimmt. Also, Deutschland ist im BIP international auf Platz 3 gerückt, von Platz 4, vor Japan. Also machen Sie das Land doch nicht schlechter, als es ist. Wir sind exportabhängig. Ja, das sind wir, aber wir sind auch auf einem guten Weg. Und dann kommen Sie wirklich mit dem, mit der dümmsten Nummer um die Ecke, die Sie seit Monaten vor sich hertragen, aber wo Sie beteiligt waren beim Ausstieg. Kernenergie. Wir sind raus, das ist richtig. Und es gibt auch keinen Einstieg mehr in diese Kernenergie. Das ist richtig, das haben Sie mitentschieden. Das haben Sie mitentschieden. Sehr wohl. Und beim Strompreis, das ist doch der nächste. Herr Spahn, das ist der nächste Bluff, den Sie hier loslassen. Ne? Wir handeln. Wir handeln in der Frage mit der Industrie. Und das ist doch blanker Neid, was Sie hier haben. Sie sind halt nicht an der Regierung. Tut mir leid. Und mit Ihnen im Wirtschaftsministerium wäre das eine Katastrophe geworden. Das kann ich Ihnen sagen. Ich kenne das aus der letzten Legislaturperiode. Und eines dann vielleicht darf ich Ihnen auch noch mit auf den Weg geben. Ne? Wer so chaotisch Masken einkauft wie Sie, Herr Spahn, ne? Der sollte zur Handelspolitik lieber schweigen. Wirklich. Aber kommen wir doch mal zurück zu diesem Antrag. Der ist ja ganz interessant. Und wenn wir uns mal den Forderungskatalog angucken, der ist ja spannend. Der Deutsche Bundestag wird aufgefordert, dass wir hier entscheiden darüber, dass erstens Deutschland eine Führungsrolle in der EU einnehmen soll. So. Und zwar für die vollständige Ratifizierung des Mercosur-Abkommens. Was
zwar als Abkommen abgeschlossen ist, aber wo es weitere Verhandlungen gibt. Und die gibt es zwischen Partnern in der Welt. Und das ist wichtig. Das ist doch wichtig. Vollkommener Quatsch ist das doch zu behaupten, dass die Bundesregierung dieses Abkommen blockieren würde. Wo lesen Sie das denn? Mit welchen Zusatzforderungen sind wir denn da reingegangen? Die Partner in den Mercosur-Staaten, Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay, haben verständliche Forderungen. Und darüber wird geredet. Und wer verhandelt da? Herr Spahn, wer verhandelt denn da? Da verhandelt die EU-Kommission, nicht Deutschland, nicht der deutsche Wirtschaftsminister, sondern die EU-Kommission verhandelt dort. Das sollten Sie vielleicht mal wissen, wenn Sie in den Vertrag von Lissabon geschaut hätten, der übrigens 2009 in Kraft getreten ist. Die Herr Tönz, Handelskompetenz, ja. Gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung vom Abgeordneten Fahle? Nein. 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 Sie wissen ganz genau, dass seit dem Vertrag von Lissabon die Handelskompetenz komplett auf der Seite der Europäischen Union liegt. Dass Deutschland dort Teil von 27 ist und dieses nicht verhandelt. Was ist das für eine Aussage hier? Dann fordern Sie natürlich eine zügige Ratifikation der Handelsabkommen mit Chile und Mexiko. Wird passieren, garantiert passieren. Kann ich Ihnen jetzt schon garantieren. Das ist überhaupt kein Problem. Aber Sie wissen auch, dass die noch gar nicht in der Übersetzung vorliegen. Ne? Also so lange wird man halt warten müssen. Das ist immer der Fall. Legal Scrubbing, kennen Sie. Haben Sie schon mal von gehört, hoffe ich. Dann erwarten Sie, und das ist ein schöner Punkt, den fand ich total klasse, ein Neustart der Verhandlungen über ein Handels-, Wirtschafts- und Investitionsabkommen mit den USA angestrebt wird. Also über das, was wir jetzt schon haben, dem EU's, was wir jetzt schon verhandeln, EU-US Trade and Technology Council, TTC kurz genannt. Da wollen Sie was drüber hinaus. Was ist denn das? TTIP 2? Also ein Abkommen, was gescheitert ist und was nie das Licht der Welt erblickt hätte, was nie funktioniert hätte, wer jemals reingeguckt hat, das wollen Sie? Ich glaube, das wollen die Menschen in diesem Land nicht und das wollen auch niemand in der Europäischen Union, in den Vereinigten Staaten übrigens auch nicht. Vollkommener Blödsinn. Dann haben Sie auch noch so eine schöne Forderung, die finde ich auch klasse. Sie fordern eine ambitionierte bilaterale Handelsagenda der Bundesregierung, die verstärkt Aspekte mit der wirtschaftlichen Sicherheit berücksichtigt, die wirtschaftliche Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit der EU-Mitgliedstaaten verbessert und diese Aspekte nicht aus ideologischen Gründen mit den Themen Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit unterordnet. Das ist schon spannend. Also, Sie wollen grundsätzlich, ja, dass Sie das nicht wollen, ist klar, aber Sie haben von Handelspolitik und Wirtschaftspolitik gar keine Ahnung. Aber ich sage mal so, von einer Partei, die sich in wirtschaftspolitischen Fragen ja auszukennen, glaubt, so etwas zu fordern, ohne erstens zu berücksichtigen, und da sind wir wieder beim Vertrag von Lissabon, dass Handelskompetenz komplett auf der europäischen Ebene liegt und dass Sie zweitens dann auch noch etwas, was für zwingend notwendig ist, nämlich über Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu sprechen in Handelsabkommen, in modernen Handelsabkommen, dass Sie das vollkommen aussparen wollen nach dem Motto, lasst uns Handel treiben, ist ja egal, ob der Regenwald stirbt oder nicht. Das ist also nur wirklich nicht mehr modern und auch nicht zeitgemäß. Sie fallen zurück in die 50er Jahre, das will ich mal sagen. Und dann gibt es... Dann fordern Sie noch, das ist ja auch schön, zukünftige Handelsabkommen, der Fokus auf EU-Only-Abkommen. Haben Sie, glaube ich, schon mitbekommen, ne? Dass die Europäische Kommission und auch der Rat sich darauf verständigt haben, dass man zunächst die Abkommen unterschiedlich verhandelt. Man wird EU-Only-Abkommen im Handel verhandeln. Das bedeutet, dass am Ende nur der Rat und das EP zustimmen muss bei dem. Alles, was Investitionsschutz ist, was darüber hinausgeht, ob es Assoziierungsabkommen sind etc., wird dann später anders verhandelt werden müssen und wird dann auch ratifiziert werden müssen durch die 27 Mitgliedstaaten. Also ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Das ist schon Aufgabe der Kommission. Das steht da. Das machen die schon. Sollten Sie vielleicht mal auf die Seite der EU-Kommission kommen. Haben Sie vielleicht nicht gemacht, können Sie ja machen. Sie können ja noch viel dazulernen, will ich Ihnen auch an der Stelle immer sagen. Und jetzt kommt mein Lieblingspunkt, den finde ich absolut klasse. Der zweite Forderungspunkt, also das eine war ja Forderungspunkt 1 mit vielen Unterpunkten. Und der zweite ist, bis zum Abschluss neuer Handelsabkommen soll die Bundesregierung und der Bundestag auf jegliche Maßnahmen in der Außenwirtschaftspolitik verzichten und diese rückabwickeln. Also jetzt mal, wir sollen keine Wirtschaftspolitik mehr machen.
Herr Wirtschaftsminister, Herr Habeck, damit würden Sie jetzt wenig Zeit verbringen müssen. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, als Wichtigste, die wichtigste Volkswirtschaft innerhalb der Europäischen Union, eine der größten Volkswirtschaften dieser Welt, soll keine Wirtschaftspolitik und Handel? Wir machen Wirtschaftspolitik, Herr Spahn, nur Sie verstehen sie nicht. Das mag ja Ihr Problem sein. Und ich sage es an dieser Stelle noch mal ganz deutlich. Was Sie hier fordern, ist die Aufgabe von wirtschaftspolitischer Kompetenz der Bundesrepublik. Danke. So, bevor ich den nächsten Redner aufrufe, habe ich zwei Kurzinterventionen zu Herrn Tönz, der bitte Platz nimmt und dann zuhört. Und es beginnt zuerst der fraktionslose Abgeordnete Robert Fahle. Kurzintervention. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Tönz, es ist irgendwie schon überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, dass Sie sagen können, in der Handelspolitik, wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Kriegen Sie überhaupt noch mit, was in dieser Welt los ist? Und den anderen werfen Sie vor, Sie würden ins Mittelalter oder zurückgehen um Jahrzehnte. Kriegen Sie noch mit, dass wir überhaupt nicht mehr Exportweltmeister sind? Dass der Außenhandel total gelitten hat? Dass ein großer Teil unserer Industrie zerstört wird. Ich will nicht wiederholen, was Herr Spahn hier gesagt hat, sondern nur kurz anmerken. Ich hätte mir nie vorstellen können, mal einem CDU-Mann zu begeistert zuzuhören, wenn er mal die Wahrheit sagt. Es handelt sich ja hier nicht um die Friedens- und Außenpolitik. Aber was er hier zur Handelspolitik gesagt hat, war goldrichtig. Und was Sie gesagt haben, war einfach nur Bockmist. Danke. Liebe Gäste auf den Besuchertribünen, Sie sind gelegentlich aufgestanden. Das ist nicht schlimm, weil Sie wollten den Redner sehen, aber der war genau unter Ihnen. Das funktionierte leider nicht. Aber jetzt hat Herr Tönz die Möglichkeit, oder wollen Sie erst die, gut, aber wir haben noch die zweite Kurzintervention, Julia Klöckner aus der CDU-CSU-Fraktion. Ich bedanke mich, Frau Bundestagspräsidentin. Ich kann das nicht stehen lassen, Herr Tönz, weil normalerweise in dieser Art des selektiven Zitierens, so gehen eigentlich immer nur die AfDler vor, was Sie ihnen dann vorwerfen, was Sie hier gerade machen. Sie haben eben Folgendes gesagt. Wir wollten Handelsabkommen und jegliche Maßnahmen wollten wir streichen. Sie haben aber ganz bewusst den nächsten Satz dann weggelassen. Und das ist unseriös. Bei uns steht im Antrag sehr klar, bis zum Abschluss neuer Handelsabkommen auf jegliche Maßnahmen der Außenwirtschaftspolitik zu verzichten. Und haben Sie aufgehört, weiterzulesen. Wir sagen, beziehungsweise diese rückabzuwickeln, die deutschen Unternehmen den Export zusätzlich erschweren. Das ist unseriös, wenn Sie so vorgehen und so selektiv zitieren. Wir wollen keine Außenwirtschaftspolitik einstellen, sondern die Außenwirtschaftspolitik einstellen, die den Export hemmt, wie zum Beispiel die neuen Sektorleitlinien bei den Exportkrediten oder dass zum Beispiel die Exportgenehmigungen sehr, sehr schleppend sind bei der BAFA, weil das BMWK hier auf der Bremse steht. Nehmen Sie das an, erkennen Sie das an, dass das in diesem Antrag drin steht, dieser zweite Teil, den Sie nicht erwähnt haben. Herr Tönz, möchten Sie erwidern? Liebe Kollegin Klöckner, ich will auf zwei Dinge hinweisen. Das eine ist, und das ist mir extrem wichtig, ein Vergleich mit der AfD, mit Rechtsradikalen, Rassisten, Antisemiten etc. in diesem Haus, weise ich scharf von mir. Erst zunächst einmal. Aber wir wollen mal zu der Sache kommen. Ich kann das Zitat sogar sehr gut aufnehmen. Zum Abschluss neuer Handelsabkommen auf jegliche Maßnahmen der Außenwirtschaftspolitik zu verzichten, beispielsweise bzw. diese zurückabwickeln. Die deutschen Unternehmen den Export zusätzlich erschweren, beispielsweise. Und dann zählen Sie auf, was Sie eben gesagt haben. Aber genau das ist doch der Punkt.
Sie verlangen, und das habe ich auch kritisiert, dass wir keine Wirtschafts- und keine Handelspolitik in dem Sinne machen, dass wir uns auf die Handelsverträge berufen und diese umsetzen. Die Sektorleitlinien, die Sie hier gerade kritisiert haben, sind ja keine Änderung in dem Sinne, dass kein Handel stattfindet und der verboten wird, sondern er fördert gewisse Rahmenbedingungen, die übrigens zu mehr Nachhaltigkeit führen und die im Übrigen auch, Frau Knöckler, wenn Sie es genau gelesen hätten, auch wüssten, dass es auch dazu führt, dass wir unsere Wirtschaft und unsere Industrie nachhaltig zukunftsfest aufbauen, nämlich mit Technologien, die in die Zukunft weisen und nicht rückabgewickelt werden, also nicht etwas wie Kernenergie etc. Also vor dem Hintergrund haben Sie das, glaube ich, nicht verstanden. Auf Wirtschaftspolitik und vernünftige Wirtschaftspolitik zu verzichten, kann nicht im Sinne dieser Bundesregierung und dieser Koalition sein. Danke. Jetzt hat das Wort im weiteren Verlauf der Debatte für die AfD-Fraktion Dr. Malte Kaufmann. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bürger! Also, Herr Tönz, was Sie uns als Politologe hier alles in Sachen Handelspolitik erzählen wollen, mit einer völlig weltfremden Rede, dann noch Ihre Einlassung, also das ist wirklich, schlägt dem Fass den Boden aus. War Comedy vom Feinsten heute. Der vorliegende Antrag der Unionsfraktion enthält ein gutes Zeichen. Ein Zeichen nämlich dafür, dass Sie von CDU und CSU nach vielen Merkel-Jahren allmählich aufwachen, allmählich die Realität zur Kenntnis nehmen, im Gegensatz zu den Ampelfraktionen, und sich auch allmählich auf die inhaltlichen Positionen der AfD zubewegen. Das ist ein positives Zeichen. Was wir schon lange fordern, fordern Sie jetzt endlich auch, und das begrüßen wir ausdrücklich, nämlich eine Handelspolitik, bei der, und so steht es in Ihrem Antrag, die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Mitgliedstaaten nicht aus ideologischen Gründen den Themen Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit untergeordnet werden soll. Das begrüßt unsere Bürgerpartei ausdrücklich als einen Schritt in die richtige Richtung. Allerdings gehört zur Therapie auch eine ehrliche Diagnose, und der verweigern Sie sich als Union leider bis heute. Sagen Sie den Bürgern doch einfach mal, dass unter der Ägide Merkel schwere Fehler begangen wurden. Und dazu gehört beispielsweise auch das unsägliche Lieferkettengesetz, das Herr Spahn eben zu Recht kritisiert hat. Das ist doch unter Ihrer Führung erst auf den Weg gebracht worden. Dazu gehört auch ein anderes Projekt von Frau Merkel, mit dessen Umsetzung nun in diesen Tagen auf EU-Ebene begonnen wird, nämlich der CO2-Zoll für Waren aus dem Ausland. Unternehmen müssen bei vielen Produktgruppen bis ins Detail nachweisen, wie viel CO2 dafür freigesetzt wurde. Das entwickelt sich zu einem super bürokratischen Wirtschaftszerstörungsinstrument. Und deswegen sagt der Präsident des Verbandes der chemischen Industrie zu Recht, es ist ein bürokratischer Wahnsinn. Ein bürokratischer Wahnsinn nach dem anderen, was den Unternehmen zugemutet wird. Immerhin erkennen Sie nun, dass die Handelspolitik der Ampel Deutschland schadet. Da belehrt man immer wieder seitens der Bundesregierung Vertreter anderer Nationen von oben herab. Und Herr Spahn, Sie haben es ausgeführt, was einem Land auf Basis eines Handelsabkommens alles droht, wenn es sich nicht an Umwelt- und Klimastandard hält. Und jetzt wundern Sie sich, wenn Verhandlungen über mehrere Freihandelsabkommen zu scheitern drohen. Der Grund ist doch ganz einfach. Andere Länder haben nicht das geringste Interesse daran, sich von selbsternannten Weltenrettern der Ampel belehren und gängeln zu lassen. Sie gängeln unsere Bürger, sie gängeln unsere Unternehmen und sie gängeln auch noch andere Länder mit ihren weltfremden Ideologien. Die Bundesregierung sollte endlich erkennen, dort draußen gelten andere Regeln als auf weltfremden, grünen oder sozialdemokratischen Parteitagen. In früheren Zeiten, als noch die soziale Marktwirtschaft eines Ludwig Erhard das Maß der Dinge war, hatten wir all diese Probleme nicht.
regelbasierte Handelspolitik funktionierte nach ganz einfachen Regeln, nämlich denen von Angebot und Nachfrage. Unternehmen einigen sich über den Preis der Waren und die Lieferbedingungen, und das war's. Einem Ludwig Erhard wäre es nicht in den Sinn gekommen, sich über die Handelspolitik in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einzumischen. Wir als AfD wollen dieses Land wieder auf den Erfolgsweg eines Ludwig Erhards zurückführen. Und dazu brauchen wir dringend eine Brandmauer. Ja, eine Brandmauer ist vonnöten. Wir brauchen eine Brandmauer gegen linksgrüne Wirtschaftszerstörung. Das wäre das Gebot der Stunde. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Mike Außendorf. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen, vielen Dank an die Union, dass wir heute die Gelegenheit haben, hier mal über Handelspolitik zu reden. Das ist aber auch schon der einzig positive Aspekt an Ihrem Antrag. Denn Sie beginnen Ihren Antrag direkt mit einer deutlichen Falschaussage. Ja, es ist richtig, EU-Australien ist in den Verhandlungen gescheitert. Das ist bedauerlich. Wir hätten gerne die Rohstoffe gehabt. Wir hätten auch gerne die Märkte für unsere Maschinenbau-Exportindustrie gestärkt. Aber es lag nicht daran, wie Sie behaupten, wie Sie fälschlich behaupten, an Nachhaltigkeitskapiteln, sondern es lag an Uneinigkeiten zwischen Australien und vor allem Frankreich im Bereich der Landwirtschaft. Und es ist unanständig, dass Sie das hier ins falsche Licht rücken. Es gibt aber auch Erfreuliches aus der Handelspolitik, denn im Sommer wurde das Abkommen zwischen der EU und Neuseeland ratifiziert. Und das ist das erste Mal, dass wir sanktionsbewehrt vorgehen können bei Verstößen eines Vertragspartners, und das schließt uns ja auch ein, gegen das Pariser Abkommen, gegen Arbeitsnormen und andere Nachhaltigkeitskapitel. Und im Übrigen, Neuseeland wollte durchaus mehr Nachhaltigkeitsforderungen in dem Abkommen unterbringen als die EU-Kommission, und das zeigt, andere Teile der Welt sind sogar noch weiter als wir. Wenn wir mal den Rahmen ein bisschen größer ziehen, der geopolitische Rahmen und die Klimakrise erfordern faire, wertebasierte und an Nachhaltigkeitskriterien ausgelegte Handelspolitik. Das heißt, wir müssen auf Augenhöhe mit unseren Partnern verhandeln, und zwar nicht zulasten der Menschen und nicht zulasten der Natur. Es geht um Diversifizierung. Diverse Handelsketten führen zu mehr Resilienz, und das ist der eigentliche Kernpunkt bei den Handelsbeziehungen, dass wir die ausbauen müssen, um hier unsere Resilienz und Versorgungssicherheit zu stärken. Und wenn wir das machen, dann machen wir das bevorzugt mit Staaten, die eine ähnliche Wertebasis wie wir haben. Das führt nämlich zu besonders stabilen und zu besonders stabilen Verhältnissen und dementsprechend auch zu stabilen Handelsbeziehungen. Vertiefte Beziehungen auch als Stärkung der Zusammenarbeit der freien Welt ist ja auch noch mal hervorzuheben, nämlich als Gegenpol zu autoritären Regimen, die sich auch miteinander verbünden. Und das ist noch mal ein besonders starkes Argument, gerade mit Wertepartnern hier Handel zu treiben. Im weiteren Antragstext, da stellen Sie ja richtig fest, die Bedeutung von Handelsbeziehungen für unsere Exportwirtschaft. Da sind wir uns ja einig, aber Sie ziehen die falschen Forderungen, nämlich auf Nachhaltigkeitskapitel zu verzichten. Das ist eindimensional und kurzfristig gedacht. Und wir sehen noch weitere Verbesserungen. Kanada zum Beispiel. Wie viele Handelsabkommen wurden eigentlich in Ihrer Regierungszeit ratifiziert? Null. Wir hier im Deutschen Bundestag haben letztes Jahr das Gesetz zur Ratifizierung von CETA verabschiedet, und zwar mit deutlichen Verbesserungen im Investitionsschutz, den wir einschränken auf direkte Enteignung, und bei den Verbesserungen der Nachhaltigkeitskapitel. Im Übrigen auch da bei den Nachverhandlungen wollte Kanada weitergehen als die EU-Kommission. Auch das zeigt, andere Teile der Welt sind längst weiter als wir. Worum geht es, wenn wir über Nachhaltigkeitskapitel reden? Wir haben einmal das Ziel regelgebundene internationale Ordnung. Wir wollen eine verlässliche und konsistente Politik, ein Verbot für Produkte aus Zwangsarbeit und auch das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz. Das ist wichtig, und zwar für die Menschen in den Ursprungsregionen, aber genauso für die Firmen, die hier ordentlich arbeiten. Die sind nämlich bedroht durch Firmen, die sich nicht an die Regeln halten, und deswegen ist dieses Gesetz so wichtig. Kurzum, es geht darum, ein Level Playing Field zu etablieren, damit hier unsere Unternehmen, die sauber und ordentlich arbeiten, eben nicht mit Dumping konfrontiert werden. Und jetzt noch mal zu den Sektorleitlinien für die Exportkredite. Herr Spahn hatte das ja angesprochen, Frau Klöckner auch. Man muss auch mal feststellen, das hat Franziska Brandner im Ausschuss auch so gesagt, Frau Klöckner, wenn Sie zugehört hätten, hätten Sie mitbekommen, dass im Saldo mehr gefördert wird, mehr abgesichert wird. Es ist sogar so, dass etwa 17%
der Geschäfte, die getätigt wurden in den letzten 18 Monaten, die hätten mehr Förderung bekommen, weil sie eben um besonders klimaneutrale Technologien gingen. Für 80% hätte sich gar nichts geändert. Da bleibt einfach alles so, wie es ist. Und nur für 3%, für 5 fossile Projekte, hätte es keine Exportkreditabsicherung gegeben. Und wenn Sie, Herr Spahn, hingehen und beim Kongress des Verbandes der deutschen Maschinenbauer und Anlagenhersteller wirklich Fake News verbreiten, indem Sie behaupten, es würde alles schlimmer werden, man könne keine Maschinen mehr exportieren, weil die Exportabsicherung wegfällt, ist es schlichtweg falsch. Für 80% bleibt alles gleich, für 17% wird es besser, und die Fossilen, die werden ausgebremst, und zwar zu Recht aus internationalen Verpflichtungen. Die Bundesregierung hat sich mit der Glasgow-Erklärung verpflichtet, Exportsubventionen für fossile Technologien einzustellen. Das ist schlichtweg Umsetzung von internationalen Verpflichtungen. Und jetzt noch mal was ganz Grundsätzliches, weil ja oft so ein Widerspruch aufgemacht wird zwischen Werten und Interessen. Werte sind Interessen. Zu unseren Interessen gehört ja auch die Exporte für den Maschinenbau, für andere Maschinen, für andere Industrien zu stärken, um Märkte zu sichern. Es gehört aber auch zu unseren Interessen, saubere Rohstoffe importieren zu können. Und es gehört auch zu unseren Interessen, Werte wie Menschenrechte, Arbeitsnormen, gesunde Umwelt global zu etablieren, allein schon aus Eigenverantwortung für die Menschen in der Welt, aber auch im Umkehrschluss für uns, denn auch wir hier wollen unsere Menschen hier, die hier arbeiten, und Arbeitnehmerinnen schützen vor Sozial- und Umweltdumping in aller Welt. Demokratie und stabile soziale Verhältnisse in unseren Partnerländern sind natürlich per se wichtig. Die sind aber auch wichtig für uns wieder im Umkehrschluss, um stabile und verlässliche Handelspartner zu haben. Und das zeigt ganz klar, Werte sind Interessen, und wir müssen mehrdimensional denken und nicht wie Sie, liebe Union, nur in Exportkategorien. Ich komme zum Schluss. Es geht darum, moderne Handelsabkommen abzuschließen, wie wir es mit Neuseeland gemacht haben, denn sie bieten erhebliche Chancen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit bei erneuerbaren Energien, bei Export, bei sauberen Rohstoffen, bei der Diversifizierung, bei der resilienten Gestaltung von Lieferketten und auch beim Umweltschutz. Sie sind ein zentrales Element, um unsere eigene Wirtschaft weiterzuentwickeln, nachhaltig, klimaneutral und stark. So sichern wir die Lebensgrundlagen und die wirtschaftlichen Wohlstandsteilhabemöglichkeiten für die Zukunft. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Die Linke Pascal Meiser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist in der Tat gut, dass wir heute zu solch prominenter Zeit über die deutsche und europäische Außenhandelspolitik sprechen. Denn Handelsabkommen, die überflüssige Handelsbarrieren beseitigen und die Interessen aller beteiligten Staaten auch auf Augenhöhe ernst nehmen, können in der Tat sinnvoll sein. Doch leider hängen Sie von der Union dabei weiter in vielerlei Hinsicht einer rückwärtsgewandten Handelsagenda an, die, so muss man es leider sagen, unserem Land mehr schadet, denn weiterhilft. Nehmen wir Ihr krampfhaftes Festhalten an einem erneuten Anlauf für das berüchtigte TTIP-Abkommen mit den USA, gegen das in der Vergangenheit Millionen Menschen in Europa zu Recht auf die Straße gegangen sind. Herr Spahn, ist Ihnen klar, dass Sie damit allen Ernstes noch mehr Sonderklagerechte speziell für ausländische Konzerne fordern, mit denen diese, nur diese, vor intransparenten Schiedsgerichten milliardenschwere Schadensersatzansprüche erklagen können, wenn sie sich durch politische Entscheidungen um ihre Gewinne, um ihre Investments gebracht sehen? Ich halte das weiterhin für absurd, meine Damen und Herren. Und das ist und bleibt nicht im Interesse unseres Landes, es ist nicht im Interesse der Demokratie, meine Damen und Herren. Gerade erst haben zwei weitere Konzerne solche Klagen gegen Deutschland eingereicht. Eines aus der Schweiz, eines aus Großbritannien, einmal gegen Maßnahmen zur Bewältigung der jüngsten Energiepreiskrise und einmal gegen den geplanten Kohleausstieg. Das ist doch ein unhaltbarer Zustand, meine Damen und Herren. Und Sie von der Union wollen allen Ernstes weitere solchen Klagen den Weg bereiten. Absurd. Und es ist ein Trauerspiel, ich sage es auch ganz deutlich, dass auch die Ampelregierung allen gegenteiligen Versprechungen der Grünen im Wahlkampf zum Trotz mit CETA bereits ein weiteres solches Konzernklageabkommen ratifiziert hat. Wir als Linke sagen klipp und klar, wir brauchen keine neuen Sonderklagerechte für ausländische Konzerne. Solchen Klagemöglichkeiten muss endlich ein Ende bereitet werden. Aber, meine Damen und Herren, von der Union auch Ihre Forderung, bei neuen Handelsabkommen auf Regelungen zum Arbeits- und Umweltschutz zu verzichten, ist alles andere als im deutschen Interesse und schon gar nicht im Interesse der Beschäftigten und der Umwelt. Denn nur solche Mindeststandards verhindern doch, dass die Öffnung des europäischen Marktes dazu führt, dass hiesige Unternehmen nicht mehr konkurrenzfähig sind,
weil sie plötzlich mit Unternehmen konkurrieren, die nicht mal grundlegende Arbeitnehmereinrechte einhalten. Und wir reden ja nicht über das deutsche Arbeitsrecht, mit dem wir die ganze Welt beglücken wollen. Nein, wir reden über die Einhaltung grundlegender internationaler Arbeitsnormen, wie dem Verbot von Zwangsarbeit oder dem Recht, freie Gewerkschaften zu gründen oder aber auch, dass sie ohne jede Rücksicht auf die Umwelt produzieren und sich damit schmutzige Wettbewerbsvorteile verschaffen. Das darf nicht passieren, und da haben wir alle eine große Verantwortung, meine Damen und Herren. Sie von der Union nehmen diese nicht wahr. Und das Problem, das muss man ja auch deutlich sagen, ist, dass viele dieser Abkommen auch deswegen aktuell schwierig zu verhandeln sind, weil die Partner, mit denen verhandelt wird, anfangen zu verstehen, dass, wenn sie eine eigenständige industrielle Basis aufbauen wollen, sie auch gucken müssen, wie diese geschützt werden kann. Und dass sie nicht sagen, naja, ist ja alles schön und gut, wenn deutsche Industrieprodukte dann plötzlich unseren Markt überschwemmen und die hiesige Industrie damit auch nicht mehr sich entwickeln kann. Und deswegen muss auch eine neue Handelsagenda tatsächlich diese Interessen ernst nehmen, auf Augenhöhe auch mit diesen Staaten, gerade auch mit Blick auf die Mercosur-Verhandlungen, wo ja genau das große Thema ist nach dem Regierungswechsel auch in Brasilien, ernst nehmen und mit diesen auf Augenhöhe diese Interessen ausgleichen. Sonst wird das nichts mit einer fairen Handelspolitik auf Augenhöhe. Nein, meine Damen und Herren von der Union, was Sie vorlegen, ist keine zukunftsfähige Handelsagenda. Und dass Sie dafür noch von der marktradikalen AfD vollen Support bekommen, ist schon bezeichnend. Die Verhandlungsmandate der EU-Kommission müssen in der Tat neu formuliert werden. Aber im Sinne eines fairen Handels, im Sinne, dass schmutzige Wettbewerbsvorteile durch den Verstoß gegen grundlegende Arbeitsnormen und grundlegende Umweltschutzstandards ausgeschlossen werden. Wir als Linke werden hier weiterhin den Finger in die Wunde legen, auch weiterhin im Deutschen Bundestag. Das verspreche ich Ihnen mit voller Wucht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Karl Julius Kronberg. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit ihrem Antrag Exportnation Deutschland stärken adressiert die Union ein zentrales wirtschaftspolitisches Thema mit leichten Schwächen in der Lageanalyse. Ja, offene Märkte liegen in unserem nationalen Interesse. Es liegt aber nicht daran, dass Deutschland eine große, in Europa sogar die größte Volkswirtschaft ist, sondern deshalb mehr exportiert als kleinere Länder, sondern daran, dass kein Land unter den G20-Staaten einen so hohen Außenhandelsanteil am Bruttoinlandsprodukt hat wie wir. Geschenkt. Hoher Export und daraus resultierender Wohlstand ist ohnehin nicht Verdienst irgendeiner Regierung, sondern der von Unternehmen und ihren Beschäftigten, die mit innovativen und preisgünstigen Produkten ihre Kunden weltweit überzeugen. Anerkennung dafür verdient die deutsche Wirtschaft und besonders der Mittelstand. Ansonsten entbehrt der Unionsantrag nicht einer doppelten Ironie. Erstens, wenn die Union der Meinung ist, dass die Bundesregierung in Europa eine Führungsrolle einnehmen muss, um erfolgreich neue Handelsabkommen abzuschließen, dann bringt das zum Ausdruck, dass sie diese Führungsrolle der eigenen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nicht zutraut. Zweitens, wenn die Union von der Bundesregierung jetzt das erwartet, was sie jahrelang selbst hätte tun können, dann bringt sie damit das Eingeständnis zum Ausdruck, dass man nicht in der Lage oder willens war, Führung da zu übernehmen, als das Kanzleramt in CDU-Händen lag. Liebe Kolleginnen und Kollegen, welchen anderen Schluss soll das nahelegen, als den, dass sich die Union genau da wohlfühlt, wo sie sitzt, nämlich auf der Oppositionsbank? Die Antragsforderung nach mehr EU-Only-Abkommen überrascht. Nicht, weil FDP und der Bundeskanzler das vor einem Jahr auch gefordert haben, noch mal geschenkt, sondern weil für diesen Fall EU-Only keine Ratifizierung durch die nationalen Parlamente zu erfolgen braucht, was zur Folge hat, dass wir im Bundestag auf anderem Wege unseren grundgesetzlich auferlegten Kontroll- und Mitwirkungspflichten nachkommen müssen. Deshalb haben die Koalitionsfraktionen der CDU-CSU angeboten, einen Unterausschuss Handel einzurichten.
Genau das lehnen CDU-CSU jedoch beharrlich ab. CDU-CSU weigern sich sozusagen, die Voraussetzungen für die Umsetzungen der eigenen Antragsforderungen zu schaffen. Verstehe, wer wolle. Ich finde, das ist eine gute Gelegenheit, diese Position noch einmal einer intensiven Prüfung zu unterziehen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Zu guter Letzt überrascht auch die Forderung auf exporterschwerende Maßnahmen zu verzichten bis zum Abschluss neuer Handelsabkommen. Aha. Hoffen wir mal, dass die Union auf etwaige Exporterschwernisse auch noch danach verzichten will. Exporterschwerend wirkt übrigens die europäische CBAM-Verordnung, die seit dem 1. Oktober neue Bürokratielasten für Exporteure verursacht. Daher mein Appell, bitte machen Sie Ihren Einfluss in Brüssel geltend, gerne mit uns gemeinsam, um bei CBAM noch einmal kräftig nachzubessern. Damit tun Sie der Wirtschaft und besonders dem Mittelstand einen größeren Gefallen, als hier die Bundesregierung als größte Bedrohung für den deutschen Export zu diffamieren. Die Koalition hat infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ihre Handelsagenda neu justiert. Wir haben CETA ratifiziert, das war wichtig und gut. Kollege Spahn, ich erinnere mich an flammende Reden, dass Sie das in Zweifel gezogen haben vor einem Jahr, aber wir haben das gemacht. Ja, die Formel Wandel durch Handel war vielleicht naiv und da, wo wir Wunschdenken und nicht politische Realitäten als Maßstab angelegt haben, wohl auch falsch. Aber wer glaubt, die Formel Wandel ohne Handel wäre auch nur ein Fünkchen richtiger, der irrt gewaltig. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Mehr Handelsabkommen sind das geopolitische Gebot der Stunde. Erfolgreiche Verhandlungen setzen voraus, dass wir auf Augenhöhe geführt werden. Augenhöhe kann es aber nicht geben, wenn unsere Partner den Eindruck gewinnen, dass Europa seine Standards weltweit, koste es, was es wolle, durchdrücken will. Wenn dann die Wahrnehmung im globalen Süden um sich griffe, dass Lieferkettenrichtlinie, CBAM, Taxonomie, vieles mehr einen neokolonialen Geist atmen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn der chinesisch-russische Aufruf an die Welt verfängt, sich einer globalen antiwestlichen Allianz anzuschließen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, wir mit der Handelsagenda, Sie heute mit dem Antrag, wir sind auch gar nicht so weit auseinander. Neue Dynamik und Führung in der Handelspolitik ist ein gutes Signal. Und je breiter der Konsens in der Sache hier, desto größer die Erfolgschancen in Brüssel und an den Verhandlungstischen. Wenn Sie es ernst meinen mit Ihrem Antrag, dann machen Sie den Weg frei für den Unterausschuss Handel. Die Wirtschaft, besonders der Mittelstand, wird es Ihnen und uns danken. Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Julia Klöckner. Frau Präsidentin, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte gerne, Herr Grunberg, auf Sie kurz noch eingehen, was Sie eben gesagt haben. Sie haben sich beklagt, dass die Unionsfraktion das wichtige Thema Handelspolitik nicht in einen Unterausschuss schieben will. Da haben Sie recht. Wir wollen dieses wichtige Thema im Hauptausschuss behandeln und nicht abschieben in einen Unterarbeitskreis. Wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet die Ampel einen Arbeitskreis. Und wir sagen, es muss im Hauptausschuss behandelt werden. Und Ihr Hinweis noch mal auf die Rolle von Frau von der Leyen und der Bundesregierung in Europa. Um es mal sehr klar zu sagen, Deutschland ist eines der Mitgliedstaaten, und zwar ein ganz wichtiges Land. Und wenn Deutschland nicht den Anspruch hat, der Kanzler nicht den Anspruch hat, in Europa führend zu sein und maßgeblich zu sein, dann vertritt er nicht die Interessen dieses Landes. Und das jetzt zu Frau von der Leyen hinzuschieben, dass sie auch noch den Kanzlerjob noch mitmachen soll für Deutschland, ich glaube, da haben Sie die Verfassung falsch verstanden, wie auch Europa verfasst ist. Wie es richtig geht, Herr Grunberg, sieht man, wie Präsidentin von der Leyen in den USA bei Präsident Biden gewesen ist, gerade in der Frage des Inflation Reduction Act. Ihr Besuch dort und Ihr Verhandlungsgeschick hat dazu geführt, dass es eine Annäherung zum Beispiel bei den E-Autos gibt, wie Sie das selbst auch wissen.
Und wenn wir jetzt Herrn Tönz, Sie sind da ja auch immer für vieles zu haben, vor allen Dingen für die gleiche alte Platte, die Sie immer wieder auflegen. Sie haben gesagt, die Union, im Übrigen zusammen mit der FDP, hat 2011 den Ausstieg aus der Kernkraft beschlossen. Das stimmt, 2011. Ich weiß nicht, ab welchem Alter solche Abstände keine Rolle mehr spielen. Aber da liegen 12 Jahre dazwischen. 12 Jahre. Und wenn Sie den Anspruch haben, dass man in 12 Jahren aufgrund anderer politischer Kriterien und einer Zeitenwende Entscheidungen nicht mehr korrigieren kann, dann wird uns richtig bange um das, was Sie jetzt hier entscheiden. Wir haben einen neuen Gesetzentwurf eingebracht, wo wir sagen, aufgrund der Zeitenwende können wir es uns nicht leisten, in neue Abhängigkeiten zu kommen, mehr Verstromung von Kohle, die klimaschädlich ist, die dann auch noch hochzufahren und dann auf die Kernkraft zu verzichten. Einfach das mal zur Einordnung. Sie sind ja mehr für so Bruchstücke, die sich gut anhören. Die kann man gut für YouTube oder sonst was schneiden. Wir sind hier im Deutschen Bundestag und sind für Vollständigkeit. Ich darf dazu kommen zum Freihandelsabkommen. Das Freihandelsabkommen, und Herr Trittin lacht und hat seinen Spaß, ist klar, weil Ihr Lebensleistung war ja Ihr Lebensziel, die Kernkraftwerke abzuschalten. Aber unser Lebensziel ist es, für dieses Land zu arbeiten, dass diese Unternehmen und die Wirtschaft stark sind, damit auch der Sozialstaat Deutschland stark sein kann, Wohlstand und Wachstum. Und das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Australien ist vorerst gescheitert. Und das mag für den einen oder anderen banal klingen, auch dass es deshalb weder im Ausschuss eine Rolle gespielt hat, proaktiv vom Wirtschaftsministerium, noch hier im Plenum. Deshalb haben wir das draufgesetzt. Denn Australien ist ja nicht irgendein Land. Australien ist ein Land, das die gleichen Werte wie wir teilt. Das ist ein Land, das eine Demokratie ist, ähnliche Rechtsordnung ist. Wenn wir doch immer sagen, in den Sonntagsreden und auf theoretischer, philosophischer Art, wir brauchen Partner in der Welt, die mit uns die Werte teilen. Wir brauchen Diversifizierung in dieser Welt. Ja, wenn das nicht Australien ist, wer soll es denn sonst sein? Und deshalb sagen wir als Union, es ist tragisch, es ist dramatisch wirtschaftspolitisch, dass dieses Abkommen gescheitert ist bisher. Und Sie sagen so, und das ist jetzt auch wieder der Zuruf, es ist nicht gescheitert. Bei Ihnen ist es so, wir gucken mal, es läuft ja alles super, genau wie die Wirtschaft, so wie Sie das interessieren. Das ist ein ganz großes Problem. Es gibt wenige Demokratien in der Welt mit solchen Rohstoffvorkommen wie in Australien. Australien verfügt über die weltweit größten Reserven an Blei, Zink, Nickel und Gold oder auch Eisenerz oder Kobalt oder Kupfer. Und ohne etwa Eisenerz gibt es keinen Stahl und ohne Stahl keine Windräder und ohne Windräder nicht die Energiewende. Und Australien ist derzeit auch der weltgrößte Lithiumproduzent und ohne Lithium keine Batterien für die E-Mobilität. Und ohne dieses auch nicht Erreichung der Klimaziele. Also das ins große Ganze zu setzen und auch zu wissen, wie wichtig es ist, dass Deutschland stark in der EU auftritt, eine Führungsrolle einnimmt und nicht durch die eigene Regierung immer wieder durch die Hintertür bei allen möglichen Handelsabkommen dann noch eins draufsetzt und Nachforderungen stellt. Das haben wir jetzt gesehen bei Mercosur. Die Gegenforderung ist gewesen, dass Mercosur sagt, wenn ihr weitere Forderungen habt, dann haben wir die auch. Und das haben sie davon. Und da sage ich, gutes Verrichten, kann man weiter nach Katar fahren, aber ich glaube nicht, dass die gleichen Werte teilen wie wir. Und dieses Scheitern ist etwas, was uns umtreibt. Und deshalb will ich noch mal sehr klar sagen, auch das Zusatzabkommen bei CETA, da würde es uns mal interessieren, ob das jetzt eigentlich beide Seiten angenommen haben, dieses Zusatzabkommen, was ja hier zu Verzögerungen geführt hat. Und sehr geehrte Damen und Herren, wenn sich Deutschland nicht in der EU an die Spitze für das Mercosur-Abkommen zum Beispiel stellt, wird es auch nichts damit, dass ein Wirtschaftsraum mit über 700 Millionen Menschen der größte Wirtschaftsraum wird und wir dann auch mit einer gemeinsamen Kraft zeigen können, dass Handel dazu führt, dass für alle Beteiligten Wachstum und Wohlstand letztlich allen Menschen etwas bringen können. Natürlich nicht alles immer bestens, aber dafür müssen wir miteinander reden, Handel betreiben, während China, Russland, Iran immer näher zusammenrücken. Kann es doch nicht sein, dass wir mit moralischen Überinterpretationen immer mehr einen Keil zwischen die treiben, die zusammengehören.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich grüße Sie zunächst einmal alle ganz herzlich und gebe sofort das Wort an Bernd Westphal für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein wichtiges Thema der Wirtschaftspolitik, sich über Export, über Handelsrahmenbedingungen auszutauschen und zu sehen, wie wir diese Dinge verbessern können. Deutschland ist gerade was die Exporte angeht eines der führenden Wirtschaftsnationen hinter China und den USA auf dem dritten Platz. Deshalb sind so manche Reden der Opposition sicherlich nicht mit dem, was Realität ist, übereinstimmend. Aber ich muss auch sagen, wir haben das, und da hat der Kollege Kronenberg eben darauf hingewiesen, dass wirklich gut qualifizierten, hochmotivierten und engagierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu verdanken, mit hochinnovativen Unternehmen, die dafür sorgen, Produkte herzustellen, die uns erst in die Lage versetzen, so eine Bilanz auch vorzulegen. Herzlichen Dank für dieses Engagement. Erlauben Sie eine Zwischenfrage vom Kollegen Spahn? Natürlich. Ja, liebe Kollegen, jetzt zum dritten Mal, glaube ich, behauptet wird, dieser Erfolg, wir wären die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Ich weiß nicht, ob Sie mal geschaut haben, woran das liegt. Haben Sie mal angeguckt? Das liegt statistisch daran, dass wir Rekordinflation haben. Das ist der eine Grund dafür. Und der zweite ist, dass das andere Land, nämlich Japan, aufgrund des Weges, den wir auch noch vor uns haben und bei dem Sie die Vorbereitung nicht treffen, nämlich die demografische Entwicklung, wirtschaftlich kleiner geworden ist. Das stimmt. Das sind die beiden Gründe dafür. Hohe Inflation und weniger in Japan. Ich weiß nicht, ob das ein Erfolg der Bundesregierung ist, sondern eigentlich mehr, gerade beim Thema Inflation, was aussagt über Scheitern der Bundesregierung, dass sich diese statistische Veränderung ergeben hat. Sie haben nicht richtig zugehört. Ich habe nicht vom Bruttoinlandsprodukt gesprochen, sondern von Exportnationen, weil das eine handelspolitische Debatte ist. Und da steht Deutschland an dritter Stelle wegen dem Exportwert unserer Waren und Dienstleistungen, die wir ins Ausland verkauft haben. Ich habe nicht vom Bruttoinlandsprodukt gesprochen. Das ist ein Unterschied. Vielleicht können Sie das. Ich bin noch nicht fertig. Vielleicht können Sie das im Protokoll noch mal nachlesen. Das ist nämlich ein Unterschied, ob man über das spricht Bruttoinlandsprodukt oder um den Exportwert. Und da steht unter China und USA Deutschland an dritter Stelle. Herzlichen Dank. Wir profitieren enorm von dem europäischen Binnenmarkt. Über 60% unserer Exporte gehen ins europäische Ausland. Und deshalb spricht der Antrag der Union nicht davon, was wir noch für Perspektiven vor uns haben mit der Erweiterung der Europäischen Union. Gerade die Verhandlungen, die aufgenommen werden sollen mit Moldau und der Ukraine, sind vielversprechend, nicht um unseren Wohlstand zu reduzieren, sondern um den Wohlstand zu teilen, um andere Nationen zu ermöglichen, auch diesen Wohlstand zu erreichen. Und deshalb ist das ein gutes Zeichen auf der europäischen Ebene. Freihandelsabkommen ist in Zuständigkeit der Europäischen Union. Deshalb wird manchmal der Eindruck vermittelt, als wenn wir das hier im Parlament entscheiden, oder im Wirtschaftsministerium. Nein, es ist nach den EU-Verträgen Sache der Europäischen Union. Und wir haben immer dafür geworben, dass wir nicht nur Handelshemmnisse abbauen, sondern dass wir eine wertegeleitete Handelspolitik betreiben. Das heißt, dass wir auch das. Ja, es ist interessengeleitet, natürlich. Wir haben sogar eine Zielverpflichtung, Herr Spahn. Wenn Sie sich mal in dem Artikel 21 des EU-Vertrages angucken, wo im Absatz 2-D steht, dass wir klare Ziele haben, in den Verhandlungen dafür zu sorgen, dass wir Nachhaltigkeitsziele durchsetzen. Und zwar steht da genau in Bezug auf Wirtschaft, Gesellschaft, um Umwelt zu fördern, mit dem vorrangigen Ziel, die Armut zu beseitigen. Das heißt, es geht nicht nur um Standards und Handelshemmnisse abbauen, sondern es geht genau um die Werte. Und das sind die Werte, die nicht nur Deutschland, sondern Europa stark gemacht haben. Deshalb sehen wir, wie gesagt, Handelsabkommen als politisches Gestaltungsinstrument. Es ist eine wertegeleitete Handelspolitik, die klar in den EU-Verträgen verankert ist. Und deshalb ist es für uns schon wichtig, dass wir mit dem Thema Klimaschutz und Energiewende nicht nur national, sondern natürlich eingebettet in den europäischen Binnenmarkt dafür sorgen, mit unseren Produkten, mit unseren innovativen Produkten, Maschinen, Elektrolyseapparate, Anlagenbau,
mit Windrädern, mit Solaranlagen auch dafür sorgen, dass Technologien in anderen Ländern eingesetzt werden, um den globalen Zielen und dem globalen Klimaschutz Rechnung tragen zu können. Was wir über Handelspolitik in Deutschland diskutieren, finde ich, nicht so, wie Sie, Frau Glöckner, sagen, ist es eine Abwertung im Unterausschuss, sondern es wäre ein Gremium, wo wir uns diesen Zielen der Zukunft, wie wir das gestalten können, wie wir innovativer werden können, auch in der Gestaltung der Verträge auseinandersetzen. Und ich finde, es wäre ein gutes Zeichen, dem auch nachzukommen, dass der Wirtschaftsausschuss sicherlich mit Handelsfragen beschäftigt, aber der Unterausschuss noch mal explizit und genauer sich damit auseinandersetzen kann. Handelspolitik ist auch Friedenssicherung. Wir haben in vielen Nationen erreicht, dass wir mit unseren Beziehungen zu den Ländern nicht nur in wirtschaftspolitischen Fragen, sondern auch in ethischen, in Menschenrechtsfragen weiterkommen. Und deshalb ist es gut, wenn wir auf diesem Weg die Europäische Kommission unterstützen. Die Verhandlungen mit Australien sind nicht gescheitert, Frau Glöckner, sie sind unterbrochen. Übrigens ist das aus den landwirtschaftlichen Interessen von der australischen Seite her, dass sie größere Kontingente von Rindfleisch brauchen. Das ist auch ein Schutz von europäischer Landwirtschaft, über die man sich jetzt verständigen kann. Mich wundert, dass die Union diese Interessen gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Letzter Satz dazu. Es sind nicht nur Handelsabkommen, sondern gerade als Exportnation ist es für uns wichtig, in dieser veränderten geopolitischen Situation, in der schwierigen Situation, in der wir uns global befinden, auch vernünftige Politik nach vorne zu bringen. Handelsabkommen sind gerade aus der Europäischen Union heraus wertegeleitet und können dazu beitragen, dass man hier auch zu vernünftigen Beziehungen kommt. Ich finde, wir sind dort auf einem guten Weg und in dem sollten wir weitermachen. Herzlichen Dank. Der nächste Redner ist Bernd Schattner für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Tja, die Tage, an denen Deutschland Exportweltmeister war, sind ja bereits längst vorbei. Noch aber sind wir immerhin eine Exportnation. Die Frage ist doch aber nur, wie lange sind wir überhaupt noch mit dieser Regierung Exportnation? Bereits in mehreren Bereichen sind wir es nicht mehr, zum Beispiel im Bereich der Energie, wo wir vom Stromexporteur mittlerweile zum Importeur geworden sind. Insgesamt hat sich die Lage für die deutsche Wirtschaft, insbesondere auch der Landwirtschaft, massiv verschlechtert. Deutsche Exporte sinken, die Stimmung verschlechtert sich zusehends. Denn Deutschland exportiert weniger Produkte als im Vorjahr. Probleme in den Lieferketten und eine stark fragmentierte Weltwirtschaft belasten den deutschen Exportsektor zusätzlich. Aber wie schlecht geht es Deutschland dann unserer links-grünen Regierung eigentlich ganz konkret? Mit einer Wachstumsrate von minus 0,6% belegt Deutschland unter den 20 größten Volkswirtschaften immerhin noch Platz 19. Die Arbeitslosenquote deutschlandweit steigt im Verhältnis zum Vorjahr und liegt mittlerweile bei 5,7%. Um zusätzlich alle bürokratischen Pflichten zu erfüllen, müssen Mittelstandsunternehmen in Deutschland bereits 3,2% seines Jahresumsatzes investieren, trotz diverser Bürokratieentlastungsgesetze. Das entspricht mittlerweile 5 Vollzeitstellen nur für die Bürokratie. Meine Damen und Herren, all dieser genannte Wahnsinn macht natürlich auch nicht vor unserer Landwirtschaft Halt, für die ich heute eine Lanze brechen möchte. Ich möchte mich gar nicht vorstellen, wie viele Arbeitsplätze dort verloren gehen, weil man diesen ganzen Papierkram ausfüllen muss, statt sich mit Vieh und Getreide zu beschäftigen. Und nun hat sich die CDU mal Gedanken gemacht, wie man dieses Problem für Wirtschaft und Landwirtschaft lösen könnte. Ihr Allheilmittel sind da ganz offenbar Freihandelsabkommen. Der hier vorliegende Antrag sieht vor, dass sämtliche Freihandelsabkommen von ASEAN bis Mercosur ratifiziert werden sollen. Gleichzeitig soll aber das größte Rohstoffland der Welt weiter sanktioniert bleiben. Mein Kollege Dr. Kaufmann hat ja bereits auf die weiteren wirtschaftlichen Folgen dieses Antrags hingewiesen. Und nicht alles, was darin steht, hat er festgestellt, ist grundsätzlich schlecht. Aber erlauben Sie mir noch mal ganz konkret den Blick auf die Landwirtschaft zu lenken. Weil dieser Antrag hätte da ganz massive Auswirkungen. Würden alle Freihandelsabkommen ratifiziert werden, so wäre das nicht weniger als das Ende unserer heimischen Landwirtschaft. Wie soll denn ein deutscher Landwirt mit den Lohnnebenkosten eines argentinischen Bauern mithalten können? Wie würden denn dann unsere hohen deutschen Qualitätsstandards vor Billigwaren aus Nord- oder Südamerika geschützt werden? Die einfache und harte Antwort wäre gar nicht.
Sie, werte Kollegen von der CDU, tun es einfach immer wieder. Sie versprechen den Leuten, dass sie sich für sie einsetzen. Denke global, aber handle lokal. Und das Problem ist, sie tun genau das Gegenteil. Sie denken nicht nur global, sie handeln auch immer wieder global. Und damit fällt die heimische Wirtschaft sowie auch die Landwirtschaft bei Ihnen einfach hinten runter. Am Ende haben wir mit Ihnen den gleichen Trümmerhaufen wie unter der aktuellen Ampelregierung. Und wenn Sie das nächste Mal im Bereich des Handels mit wirklich jedem in die Kiste steigen wollen, dann sollten Sie vielleicht einen Grundsatz im Kopf behalten. Wer offen ist für alles, der ist in der Regel. Den Rest kennen Sie. Einen schönen guten Tag. Und der nächste Redner ist Jürgen Trittin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir werden ja hier öfter Zeugen des Schaulaufens zwischen der Frau Klöckner und dem Herrn Spahn, wer der eigentliche wirtschaftspolitische Sprecher ist. Aber eines eint Sie in Ihrer wirtschaftspolitischen Kompetenz. Sie stellen sich hier hin und kritisieren die Bundesregierung, den Bundeswirtschaftsminister, dass er einen zu hohen Anteil von Kohleverstromung hat. Sie verschweigen dabei, dass in dem Moment, wo er betont, dass aufgrund des Emissionshandels das Ende der Kohle wahrscheinlich deutlich vor 2038, wenn ich die Zertifikatspreise mir anschaue, möglicherweise sogar vor 2030 stattfinden wird. Aber dann legen Sie hier einen Antrag vor, in dem Sie fordern, dass er weiterhin Kohlekraftwerke den Export mit Exportkreditversicherungen versieht. Das ist mit Garantien. Das ist die ganze Kompetenz, die Sie an dieser Stelle haben. Ich nenne das nicht Kompetenz, ich nenne das Scheinheiligkeit und Bigotterie, was Sie hier vorgeführt haben. Ich will aber an dieser Stelle noch eine Anmerkung machen, weil es so einen Versuch gibt, so gegenüberzustellen, eine Politik, die in Handelsabkommen internationale Normen integriert, und zwar nicht nationale, sondern internationale Vereinbarungen, und der Haltung, dieses zu denunzieren als reinen Moralismus in der Außenwirtschaftspolitik. Dieser Widerspruch existiert nur auf den ersten Blick. Ich mache das an einem Abkommen, das die Bundeskanzlerin Angela Merkel wesentlich mit angestoßen hat. Das ist das Comprehensive Agreement on Investment mit China. Dort gibt es eine Passage, in der die Chinesen verpflichtet werden, Regeln gegen Zwangsarbeit, und zwar der Internationalen Arbeitsorganisation, zu ratifizieren. Das ist inzwischen erfolgt. Das kann man jetzt für ausgemachtes Gutmenschentum halten. Die AfD würde dazu neigen. Ich halte das für klug. Ich halte es nämlich für im Interesse unserer Wirtschaft, dass wir nicht mit Produkten konfrontiert werden, die auf dem Weltmarkt einen Vorteil haben, weil sie durch die Ausbeutung, durch Zwangsarbeit produziert worden sind. Und deswegen schließt eine solche Handelspolitik eben auch an Regeln an, wie das, was übrigens ein CSU-Minister im eifersüchtigen Wettstreit mit dem damaligen Sozialminister selber auf den Weg gebracht hat, nämlich das Lieferkettengesetz in Deutschland und die Fortsetzung dieses Lieferkettengesetzes, das wir heute als europäisches Recht haben. Auch dies sind Maßnahmen, die im globalen Wettbewerb dazu angetan sind, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu schützen. Und eine so verstandene Handelspolitik muss dann allerdings, und da bin ich dann sehr deutlich, zu dem Ergebnis kommen, dass das, was jetzt in Australien passiert ist, nicht im europäischen und nicht im deutschen Interesse ist. In einer Situation, wo der globale Wettbewerb stattfindet über Technologien wie Digitalisierung, über Investitionen in CO2-freie Industrien, in erneuerbare Energien, in Batterietechnologien, ein Abkommen mit Australien an der Frage aussetzen zu müssen,
dass man sich nicht über den Import von Rindfleisch einigen kann. Das ist strategisch und wirtschaftspolitisch falsch. Und ich finde, wir haben alle Gründe. Und da hätte ich mir die Frau Klöckner gewünscht, dass sie sagt, wir fordern die Europäische Kommission auf, diese Haltung an der Stelle aufzugeben. Das ist nicht im deutschen Interesse, dass hier die Agrarwirtschaft in dieser Weise versucht wird zu schützen. Das wäre mal eine klare Position gewesen. Aber das hätten Sie sich ja nicht getraut. Weil dann hätten Sie ja mit einer anderen Klientel von sich ein Problem bekommen. Und deswegen glaube ich, dass die Handelspolitik in den Händen von Robert Habeck und in den Händen der Kommission gut aufgehoben ist, weil wir nämlich im Kopf haben, dass es notwendig ist, in dem globalen Standortwettbewerb in der Frage der Transformation aller Volkswirtschaften der Welt über faire Handels- und faire Produktionsbedingungen zu verhandeln und dafür möglichst viele Bündnispartner zu finden. Letzte Bemerkung. Ich würde mir wünschen, dass der Plan der Kommission mit Indien zu einem Handelsabkommen noch vor Ende der Amtszeit dieser Kommission zu kommen, Wirklichkeit wird. Es wäre im europäischen und im deutschen Interesse. Nächster Redner ist Reinhard Huben für die FDP-Fraktion. Ja, dein Tretin muss ich dann doch ein bisschen runterfahren. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist schon interessant, wenn nicht die antragstellende Fraktion, sondern die anderen Fraktionen eigentlich mehr inhaltlich auf den vorliegenden Antrag eingehen als die antragstellende Fraktion selbst. Im ersten Beitrag ist, glaube ich, noch nicht mal das Wort Australien gefallen. Frau Klöckner hat dankenswerterweise dann dieses Wort in den Diskurs eingebracht. Eine Bemerkung, Frau Klöckner, also die Minderbewertung von Unterausschüssen interpretiere ich jetzt so. Ich glaube, wir haben irgendwie 11 oder 12 Unterausschüsse im Moment im Deutschen Bundestag, dass jetzt also die Union ihre Vertreter dort zurückzieht, weil da ja sowieso eigentlich nicht so besonders tolle Arbeit geleistet wird. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist. Aber dann sollten wir doch mal sagen, warum das mit Australien im Moment nicht funktioniert hat. Es hat ein nationales Gesetz in Australien gegeben, was den Lebendtransport von Tieren verbietet. Und da Australien erhebliche Mengen an Tiere gerade in den Nahen Osten exportiert hat, gibt es einen hohen Druck beim Export von Fleisch eben jetzt irgendwie gekühlt. Und das kann man eben nicht in den Nahen und Mittleren Osten verkaufen. Das ist der Fakt. Und dann hat es eben europäische Länder gegeben, die gesagt haben, wir sind nicht damit einverstanden, weil Australien relativ kurzfristig um die Ecke kam, haben verschiedene europäische Länder gesagt, das können wir auf unseren nationalen Märkten nicht verkraften. Ich glaube, das ist kein absolutes K.O.-Kriterium für diese Verhandlungen. Und natürlich ist es richtig, wenn sich die Bundesregierung dafür stark macht, dass man in Brüssel dort wieder anfängt. Und wenn sie entsprechend noch etwas Schub geben, wird ja Frau von der Leyen dann auch begeistert in diese Debatte mit eingreifen. Aber, meine Damen und Herren, ich möchte noch mal einen anderen Aspekt in die Debatte einbringen. Wir haben eine lange Liste von Ländern und Staatenverbünden, mit denen wir gerne Verhandlungen über Freihandelsabkommen beginnen würden oder abschließen würden. Und ich finde, auf dieser Liste fehlt aus aktuellem Anlass ein Land. Und das ist Israel. Wir haben seit 2000 ein Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Israel. Dort gibt es einige kleine Erleichterungen in der Frage des Exports und des Warenaustausches. Allerdings sind diese Verhandlungen abgebrochen worden 2012. Es hat im letzten Jahr ein erstes Gespräch auf dieser Ebene wieder gegeben. Und ich glaube, es täte der Europäischen Union gut und uns auch gut, wenn wir in dieser schwierigen politischen Situation mit Israel in Verhandlungen eintreten würden, damit wir die Handelsbeziehungen zu Israel erleichtern. Ungefähr 30% der Importe Israels kommen aus der Europäischen Union. Und ich glaube, es wäre als politisches und auch als wirtschaftliches Signal sicherlich ein guter Punkt, mit der israelischen Regierung
dort in den Austausch zu kommen. Wir wissen, Israel ist ein Standort gerade für Hochtechnologie und für interessante digitale Lösungen, also sicherlich ein neuer Ansatz. Und meine Damen und Herren, aus Sicht der FDP und zumindest aus meiner Sicht ist es so, dass wir hier vielleicht einen neuen Ansatz in die Debatte bekommen, anstatt uns permanent doch häufig nur damit zu beschäftigen, eine Bundesregierung zu beschimpfen, die mehr erreicht hat als die der letzten Legislaturperiode. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Tilman Kuban für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Minister Habeck, Sie haben das Scheitern der Verhandlungen mit Australien wie folgt kommentiert. Ich zitiere: Es hat mich überrascht, da mein Fokus auf den parallel laufenden Verhandlungen mit Mercosur gelegen hat. Da frage ich mich, wie eindimensional kann man diese Welt eigentlich sehen? Kümmern Sie sich doch bitte nicht nur um Staatssekretäre und Heizung, sondern um die wesentlichen Themen, nämlich um Handel, Wirtschaft und Wohlstand. Denn die Wirtschaft kommentiert: Ein verheerendes Signal. Die EU hat sich verzockt, an einem läppischen Thema gescheitert. Und wenn ich diese Debatte hier heute verfolge, habe ich manchmal das Gefühl, wir alle sind uns einig darin, dass die Zeitenwende in die Köpfe der Menschen muss. Aber manchmal habe ich das Gefühl, leider haben nicht alle hier wirklich verinnerlicht, was die Zeitenwende bedeutet. Denn in einer Zeit, wo Diktatoren und Terroristen in dieser Welt die Ukraine überfallen, wehrlose Jüdinnen und Juden in Israel töten und Taiwan mit einer drohenden Invasion in Angst und Schrecken versetzen, in einer Zeit, in der sie ein seit 2019 fertig ausgehandeltes Abkommen mit Mercosur mit einer umweltpolitischen Forderung nach der nächsten überfrachten, sodass sich Paraguays Präsident Peña dieser Tage hinstellt und erklärt, er sei es satt, er wolle in seiner Präsidentschaft das Handelsabkommen nicht weiter vorantreiben, sondern eher nach Wegen alternativer Abkommen suchen. China und Russland dürften sich nicht lange bitten lassen, wenn sie so mit der Zeitenwende umgehen. Und in dieser Zeit, in der uns der indische Handelsminister bei Ihrem Besuch, Herr Minister Habeck, in Delhi erst erklärt hat, dass wir uns jetzt mal im Klaren darüber sein müssen, ob wir eigentlich mit der 5 größten Handelsnation der Erde keinen Handel treiben wollen, weil wir stets mit erhobenem Zeigefinger über Arbeits- und Klimaschutzstandards um die Ecke kommen. In einer solchen Zeit schaffen wir es nicht einmal, mit unseren Freunden und Partnern in Australien ein Abkommen auf den Weg zu bringen. Wirklich ein verheerendes Signal an alle Wackelkandidaten auf dieser Welt. Dabei waren wir mit Australien schon vor der ausgerufenen Zeitenwende eigentlich sehr weit. Dann ist es 2021 daran gescheitert, dass Frankreich einen U-Boot-Deal gemacht hat und dabei Australien übergangen hat, was Spannung ausgelöst hat. Und damals dachten sich wahrscheinlich viele, alles halb so schlimm. Genauso beim Thema TTIP. Da haben Sie Grünen immer wieder betont, Sie sind ja diejenigen, Herr Trittin, Sie müssen nicht von Donald Trump reden, das war weit davor, auch wenn Sie in der gestrigen Zeit leben, aber das sollten selbst Sie begriffen haben. Sie haben alle Leute stets auf die Bäume getrieben. Sie haben den Leuten erklärt, den Vorfeldorganisationen, die haben sie auf die Straße gebracht. Bei jeder Gelegenheit haben sie gegen TTIP gewettert und den Kampf gegen TTIP zum Kulturkampf gemacht. Und jetzt wundern Sie sich, dass wir eine Stimmung gegen Freihandel in diesem Land haben. Das ist wirklich lächerlich. Und so kann man in diesem Land keine solide Politik machen. Das erinnert mich eher an eine NGO, wie Sie da agieren. Doch die Kernfrage ist ja eigentlich, wofür brauchen wir Australien und was haben wir eigentlich Australien zu bieten? Denn ein Kompromiss ist dann ein guter Kompromiss, wenn die Schmerzen gleichmäßig verteilt sind. Und es ist schon angesprochen worden, dass nicht nur die Erze für die Stahlproduktion, beispielsweise von Windrädern,
aber auch das Lithium für die E-Autos, für die Batterien in den E-Autos mit fast 50% aus Australien kommen. Es gibt dort große Chancen. Und gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, mit unserer Automobilindustrie, mit dem Maschinenbau, aber auch mit Rüstungsgütern in diesen Ländern erfolgreich zu sein. Und jetzt sind viele Punkte des Marktzugangs im Agrarmarkt hier angesprochen worden. Ich habe mir die Zahlen mal angesehen. Australien hat gefordert eine Freihandelsquote von 60.000 Tonnen Fleisch. Die EU hat erklärt, sie wollen unter 40.000 Tonnen bleiben. Wollen Sie mir allen Ernstes erklären, dass das der Grund ist, dass man das nicht mit einem diplomatischen Verhandlungsgeschick lösen kann? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Am Ende haben jetzt beide Seiten nichts gewonnen. Wir nicht für unsere Exportgüter im Bereich Automobil oder Maschinenbau und die anderen nicht im Bereich des Fleisches. Das ist doch am Ende nicht Ihr Ernst, dass das wirklich der Grund gewesen sein soll. Und in diese Lücke stößt ein alter Bekannter vor, nämlich China. In diesen Tagen ist der neue Labour-Premierminister Australiens nach Peking gereist. Dort wurde erklärt, dass man die Beziehung beider Länder nicht durch Differenzen, sondern durch gemeinsame Interessen definieren will. Gleichzeitig hat China still und heimlich die Liste der 14 Forderungen zur Normalisierung unter den Tisch fallen lassen. Erneutes Einflusspotenzial für China. Genauso im Bereich der BRICS sind sie fleißig unterwegs und versuchen, ihren Einfluss auszuweiten. Und wir müssen endlich begreifen, dass wir mehr tun müssen. Denn die aktuelle Weltlage braucht mehr als warme Worte. Sie braucht mehr als große Strategiepapiere. Sie braucht ein kluges diplomatisches Verhandlungsgeschick und weniger Zusatzkapitel à la Habeck, sondern eine wirtschaftspolitische Agenda für Wachstum und Wohlstand. Dafür setzen wir uns ein. Und machen Sie bitte nicht den gleichen Fehler wie im Bereich der Energiepolitik. Dort haben Sie gestern ein Papier vorgelegt, das nicht das Papier wert ist, auf dem es steht, sondern machen Sie eine solide Politik. Dafür stehen wir bereit, Sie zu unterstützen. Vielen Dank. Und der nächste Redner ist Fabian Funke für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn man als Letzter in so einer Debatte spricht, hat man ja durchaus auch die Möglichkeit, auch noch mal auf so ein paar Dinge einzugehen. Und Herr Spahn hat ja mit einer Art wirtschaftspolitischer Grundsatzrede angefangen. Da möchte ich mal ein Stück weit weitermachen. Ich habe das Gefühl, seitdem die Union nicht mehr in der Bundesregierung ist, hat sie eine neue Qualität entwickelt. Defizitismus. Alles schlecht zu reden, was die anderen machen, sich aus der Verantwortung zu ziehen, für alles, was davor war, mit nichts mehr was zu tun haben zu wollen. Und ich frage mich schon, insbesondere als ostdeutscher Abgeordneter, ob Sie in den letzten Jahren mal in die Zeitung gesehen haben, wenn Sie sagen, es gäbe keine nennenswerten Investitionen. Im Osten Intel, Tesla, TSMC, alles Großinvestitionen, die die Wirtschaft hier stärken. Und noch viel spannender, Sie reiten ja auch noch das Märchen der Atomkraft. Investoren, die vor allem auch eins wollen, erneuerbare Energien. Das ist die grundlegende Voraussetzung für eine konkurrenzfähige Wirtschaft. Und mit dem Populismus geht es ja weiter. Australien angesprochen, nicht an der EU gescheitert, sondern insbesondere an der Agrarlobby in Australien, wo selbst das Institut für Wirtschaftsforschung, ja eher Ihre Peer Group, sagt, diese Forderungen sind überzogen. Wenn wir uns anschauen, Indien und Afrikanische Union, Vorgespräche laufen. Wir haben eine sehr engagierte Bundesregierung, sowohl mit dem Bundeskanzler als auch mit dem zuständigen Bundesminister. Fokus auf EU-Only-Abkommen für Schnelligkeit. Längst Konsens. Ihr Antrag ist in weiten Teilen nicht viel mehr als eine Luftnummer. Und in vielen Bereichen, wenn Sie sagen, wir müssen nur noch über Handelsabkommen reden und nicht mehr über andere Fragen, dann hat man das Gefühl, mit dem Fraktionsvorsitzenden aus den 2000er Jahren in der Union ist auch die Wirtschaftspolitik aus den 2000er Jahren zurück. Denn dieser Antrag ist vor allem eins, oberflächlich und verkürzt. Der handelspolitische und außenwirtschaftliche Werkzeugkasten der Union besteht anscheinend ausschließlich aus großen Handelsabkommen, die ja grundlegend richtig sind, die wollen wir auch. Aber der Aufruf in diesem Antrag auf alle weiteren Maßnahmen und ja, weitere Maßnahmen, die Exporte aus Ihrer Sicht schwierig machen können,
auszuschließen und zu verzichten, bis neue Handelsabkommen geschlossen sind, ist angesichts der derzeitigen geopolitischen Lage wirklich mehr als abenteuerlich. Vor allem, wenn Sie nur wenige Zeit später beklagen, dass die Bundesregierung ihre Strategie des De-Riskings und der Diversifizierung schnellstmöglich umsetzen soll. Also die Forderung nach schnellem Handel einerseits, aber andererseits die Aufforderung, nichts zu tun und abzuwarten, bis die dicken Bretter endlich gebohrt sind. Das ist widersprüchlich. Ja, in einigen Verhandlungen hakt es. Übrigens gerade, wenn wir das Abkommen mit Australien anschauen, nicht nur wegen der Union. Aber wie man daraus schlussfolgern kann, sämtliche weitere handelspolitische Maßnahmen einzustellen, das erschließt sich nun wirklich nicht. Insbesondere in einer globalen Gemengelage, in der wirtschaftliche Interessen immer komplexer und das Ringen um gemeinsame Lösungen immer schwieriger wird, steht die Politik in der Pflicht, alle weiteren ihr zur Verfügung stehenden Wege auszuschöpfen. Und genau das tut die Bundesregierung. Zumal sich in der Argumentation und der Denkweise der Union immer wieder ein großes Missverständnis ausdrückt. Nicht nur in diesem Antrag, sondern schon die gesamten letzten Monate. Geht es nach der Union, sollte man in Handelsabkommen einfach beidseitig die Stichpunkte der Wirtschaftsverbände zügig zu Papier bringen und fertig ist der Vorschlag. Regulierungen, insbesondere zu Arbeitsrechten, Menschenrechten und zum Klimaschutz, werden als vermeintlich wirtschaftsfeindliche Hürden dargestellt. Wir befinden uns aber nicht mehr in den 1990ern. So funktioniert globale Handelspolitik nicht mehr. Es geht um viel, viel mehr als nur Zollabbau, die Liberalisierung von Märkten und den schnellstmöglichen maximalen Profit. Mit der Art des Wirtschaftens haben unsere internationalen Partner, vor allem die im globalen Süden, in den letzten 30 Jahren teils bittere Erfahrungen gemacht. Deshalb erwarten Sie zu Recht mehr. Die Ansprüche an Deutschland und Europa sind größer geworden. Und genau diese Ansprüche werden wir auch mit den Handelsabkommen endlich gerecht. Das veraltete Denken der Union wird an nichts deutlicher als an der Never-Ending-Debatte um das deutsche Lieferkettengesetz und die europäische Lieferkettenrichtlinie. Für Sie ist es eine lästige Regulierung, die weg muss. In Deutschland fordern Sie die Aussetzung des Gesetzes. In Europa kämpfen Ihre Parteifreunde gegen eine effektive Lieferkettenrichtlinie. Sie sehen den Schutz von Menschenrechten, Arbeitsschutz und Umweltschutz nach wie vor als schädliches Wirtschaftshemmnis. Aber damit liegen Sie falsch. Wir sind darauf angewiesen, dass weltweit Menschen für europäische Arbeiter, Unternehmen und dessen Zulieferer arbeiten wollen. Und das klappt nur, wenn sie gut bezahlt werden und gute Arbeitsbedingungen vorfinden. Das hilft unserer Wirtschaft. Wollen wir mit dem globalen Süden Handelsbeziehungen vertiefen, müssen wir dafür Sorge tragen, dass diese Länder in 20 Jahren noch bewohnbar sind. Denn die sind die Ersten, die unter Naturkatastrophen und den Klimafolgen leiden. Auch das hilft unserer Wirtschaft. Und im Vergleich zu anderen globalen Wettbewerbern müssen wir bereit dazu sein, für unsere eigenen Werteansprüche Rechnung zu tragen und nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger in den globalen Süden zu laufen. Das schafft langfristiges Vertrauen und das, Sie können sich denken, hilft unserer Wirtschaft. Wir schaffen stabile und resiliente Lieferketten. Das ist, was Handel mit Europa attraktiv macht, im Gegensatz auch zu anderen globalen Wettbewerbern. Wir haben den Anspruch, unsere Sorgfaltspflichten wahrzunehmen. Davon profitieren die Arbeitnehmer bei unseren Handelspartnern. Und davon profitieren wir durch verlässliche, resiliente Lieferketten. Denn wenn die nächste Krise kommt und die Ressourcen noch knapper werden, dann werden unsere internationalen Partner genau abwägen, mit wem sie weiter Handel betreiben werden. Liebe Union, wir laden Sie ein, verlassen Sie die Wirtschaft- und Handelspolitik der 90er Jahre und kommen Sie zu uns endlich in die Gegenwart. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19136 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Ist nicht der Fall, dann verfahren wir auch so. Ich gehe weiter in der Tagesordnung. Wir kommen zu den Tagesordnungspunkten 28a und 28b. Zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen SPD, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Finanzierung politischer Stiftungen aus dem Bundeshaushalt sowie zweite und dritte Beratung des von der Fraktion der AfD eingebrachten Gesetzentwurfs über die Rechtsstellung und die Finanzierung parteinaher Stiftungen. Der Abgeordnete Stefan Seidler hat einen Änderungsantrag zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, CDU, CSU, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebracht.
Des Weiteren werden wir später über diesen Gesetzentwurf namentlich abstimmen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Sind Sie alle soweit? Bei der SPD ist noch Unschlüssigkeit, welchen Platz man einnimmt. Der wäre doch was. So, dann kann ich...